Willkommen zurück bei Elex, liebe Rollenspielfreunde. Ich bin Nightflyer. Ja, und es geht hier endlich nach, ich weiß gar nicht, zweimonatiger Pause ungefähr. Geht es weiter mit Elex. Wir befinden uns im Lager der Mitte, wo ich für die nächsten Aufgaben mal Falk rekrutiert habe. Denn ich habe mir überlegt, dass wir mal eine Gefährtenquest angehen. Die Gefährtenquest mit Kaya ist ja momentan ein bisschen ausgesetzt. Da warten wir darauf, dass die sich wieder zu Wort meldet. Und ich habe die Quest schon mal ausgewählt mit Falk. Ich würde sagen, wir reisen erstmal hier oben hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist. Denn hier oben waren, glaube ich, noch Alps irgendwo unterwegs. Mal sehen. Jedenfalls müssen wir da hin. Da bekommen wir eine hochleistungsfähige CPU. Möglicherweise sind da die Alps. Ich weiß es nicht genau. Wir schauen einfach mal. So, da wären wir. Ja, dieses Firmengelände haben wir, glaube ich, schon mal erkundet, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Falk. Ja, ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen. Also ich bin natürlich komplett raus aus dem Spiel. Ich hoffe, dass ich hier relativ schnell wieder reinkomme. Ich muss erstmal, wie war denn das mit den Markern? Das war eine Farbmarkierung, also gelb. Wir müssen Richtung gelb. Woher weiß ich denn? Na, warte. Also wir müssen dahin, in die Richtung. Nordwestlich. Zu diesem gelben Marker. Ich glaube, da drüben stehen Alps. Definitiv. Da stehen Alps. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen können. Ich würde es aber tatsächlich gern probieren. Ob das schlau ist, nachdem ich komplett raus bin aus dem Spiel, das weiß ich noch nicht genau. Aber da unten ist auch irgendein dickes Vieh. Ist das nicht zufällig so ein Nachtschatten? Also mit einem Nachtschatten möchte ich mich nicht anlegen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, der wird nicht auf uns aufmerksam. Oh, hier sind Minen. Hier sind Minen. Wenn wir jetzt diesen Nachtschatten auf uns aufmerksam machen könnten. Waffe. Pass auf, wenn wir jetzt gerade hier stehen, ich speichere sicherheitshalber. So, falls ich sterben sollte. Ja, er hat es mitbekommen. Komm mal mit, Falk. Na, wo bleibt er? Schön rein in ihn. So soll es sein. Ich habe noch eine Granate vor dem Kopf. Jetzt kommt er noch näher. Hervorragend. Besser geht's gar nicht. Oh, die letzte hat er ausgelassen. Falk, lass ihn. Wieso kann ich ihn gerade nicht. Oh Mensch, jetzt läuft hier gerade schon wieder nichts. Es wird schwierig mit der Mine da. Jetzt ist die Mine hochgegangen. Es war allerdings der falsche Augenblick. Oh, jetzt bin ich auch noch in die Mine reingelaufen. Kacke. Oh nein. Ah, ist das geil. Komm, Falk, mach ihn alle. Mach ihn alle. Scheiße. Ist er platt? Nee. Jetzt aber, oder? Oh Mann.
Aber es geht ja gut los. Ich glaube, jetzt haben wir gelegt. Nee, noch nicht. Alter Schwede. Ich glaube, ich habe keine Granaten mehr jetzt. Nee, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Ressourcen, die ich eigentlich für die Alps nutzen wollte, für den Kollegen hier verbraten. Eigentlich ist der nicht unser Level. Aber ja, was soll's. Es macht doch so einen Spaß. So. Jetzt speichere ich, glaube ich, direkt nochmal. Diesen Erfolg sollte ich speichern. So, ja, ich bin eigentlich ganz begeistert, dass der Kampf so gut geklappt hat. Nachdem ich komplett raus bin aus dem Spiel. Da ist ein Alp. Ich weiß nicht. Oh, die haben auch einen Kampfroboter. Das ist nicht so gut. Der ist da hinter dem Container verschwunden. Direkt hinter dir. Ey, das ist gut so. Oh, da ist noch ein Alp. Ja, okay. Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Okay, also die Kollegen sind eine Nummer zu hart. Ich weiß nicht, wie wir die angehen sollten ansonsten. Ist ja nicht gerade ein Schleichspiel hier. Aua! Verdammte Axt! Immer diese Kackminen. Oh Mann. Ja, das ist natürlich. Minen sind natürlich ein gutes Mittel, um gegen größere Gegner anzukommen. Diese Türme haben mich schon immer fasziniert. Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Naja, eines alten Gottes. Hier spielt ein Radio. Hier könnten wir schlafen. Was vielleicht nicht die schlechteste Idee ist. Ich wollte da nicht gar nicht ausmachen. Ich wollte da oben den Heiltrank nehmen. Vielleicht schlafen wir tatsächlich mal ein Stündchen hier. Hier ist ein Safe. Der backt hier schon wieder rum, glaube ich. Das scheinen die. Also ich habe jetzt hier schon den Okay, hacken können wir das Ding auch nicht. Ich habe den aktuellsten Patch drauf. Der ist letzte Woche erschienen. Hat auch Überwachungsaufzeichnung 4. Letzte Station. Nur noch eine Stunde. Mir wird keine Zeit bleiben, zurück zur Basis zu kommen. Auch zum Damm schaffe ich es nicht zurück. Bitte, bitte spring an! Okay, ich hätte gedacht, dass er uns vielleicht einen Code sagt, denn wir können den hier nicht hacken. Ich weiß nicht, ob es an unserer Stufe liegt. Aber ich glaube, meistens, wenn das Hacken Zeichen da nicht dran steht, kann man es meistens auch nicht hacken. Ich sehe jetzt hier aber auch nichts. Hier ist ein Rucksack. Vielleicht ist da was drin. Sieht nicht danach aus. Wie nah sind wir denn an den Alps dran hier? Muss aufpassen. Hier scheint echt nicht zu sein. Wir können mal hier hochgehen. Dann können wir uns. Oh, 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 oh. Ja, wir sind sehr nah dran an den Alps hier. Hier, diese Kiste? Möglicherweise? Nee. Ich muss erstmal wieder rausfinden, was sind hier Objekte, also Kisten, die man looten kann und was nicht. Sieht aus, als würde da hinter dem Schrank was sein.
Der sieht irgendwie so aus, als würde der, als wäre der gewaltsam getötet worden. Mit dem Kopf dagegen geschlagen. Naja, nichts mit Hacken. Mir fällt aber auch nichts auf hier. Okay. Also, wir schlafen mal eben hier eine Runde. Kann ich nicht so einfach sagen, eine Stunde bis zur Mittagsstunde kommen. So, damit sind wir auf jeden Fall wieder energiemäßig fit. So. Ich greife an. Eieiei. Wow, 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 wow. Es ist schwierig, denen auszuweichen, ehrlich gesagt. Wieso klappt das alles nicht? Mann. Wieso kann ich denn schon wieder nicht zielen? Was ist denn hier los? Wir haben noch Pfeile. Ja, das klappt so nicht. Naja, ein Versuch war es wert, aber das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ich hätte da jetzt natürlich einen Heiltrank nehmen können oder so, aber ganz ehrlich, das wäre Verschwendung gewesen. Das klappt so schlicht und einfach nicht. So, ich probiere es nochmal. Aber die einzige Chance sehe ich eigentlich hier nur im Nahkampf. Aber naja, so, probieren wir es nochmal. Was war denn das da? Das da. Achso, ein Schild. Okay. Das kann funktionieren. Das hat ganz schön Schaden gemacht bei den Kollegen. Aber die da jetzt zu treffen, ist nicht einfach. Einer müsste gleich hin sein. Der ist down. Ich glaube, die sind beide down. Okay, aber wir haben da noch so einen scheiß Roboter. Warte mal, wie kann ich denn da diese Modis wechseln? Wofür sind die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das muss ich erstmal alles wieder rausfinden. Kann ich die Pflanze nicht sammeln? Achso, ich muss die Waffe wegpacken. Nö. Ja? Okay, looten wir die mal. Konnte ich mich nicht eigentlich ducken irgendwie? Ah ja. Können doch schleichen. Also hier ist irgendwo ein Kampfroboter. So viel ist klar. Ich glaube, hier ist auch mindestens noch ein Alp. Aber ich, wenn ich mir das, den Komplex hier so ansehe, werden ja noch mehr Alps sein. Da ist der Kampfroboter. Oh Mann. So, sorry, dass ich hier so oft speichere, aber was muss, das muss mit dem Kampfroboter. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir uns mit dem, aber dann, ich meine, wenn wir uns mit dem anlegen, werden auch alle anderen Alps aus ihren Löchern kommen. Also probieren wir es einfach. Ah, fuck, ich habe sie gerade noch gesehen und dann war es aber zu spät schon. Fuck, ey. Oh Mann, das ist einfach zu geil. Hat der was mitbekommen? Offenbar ja. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Ach du Scheiße. Das sind zwei Kampfroboter. Wer hat das denn ausgedacht?
Ja, okay, das kannst du natürlich eine Pfeife rauchen. Ich bräuchte mehr Granaten. Das ist das, was mir fehlt. Handgranaten. Hat der schon wieder das mitbekommen? Nö. Nee. Ich kann das nochmal probieren, aber... Na, komm zurück. Nee, das kannst du vergessen. Oh, na, guten Tag. Au. Scheiße. Was ich ja geil finden würde, wäre, wenn man die Kampfroboter irgendwie umprogrammieren könnte. Jetzt schnappen wir uns noch eben. Warum ist denn da eigentlich nichts, wenn ich geduckt bin? Alter, nichts geht, wenn du geduckt bist. Okay, komm nochmal zurück. Ich überlege, ob wir uns wenigstens den einen Alp da eben noch schnappen. Der war hier irgendwo. Da, guck mal. Hier sind auch überall Minen. Und hier sind Fässer. Wie konnte ich die Fässer... Brauche ich nur drauf schießen? Ich glaube, ich brauchte nur drauf schießen, aber... Sicher weiß ich das jetzt nicht. Ein Kampf! Ah, jetzt war zu früh. Fuck. Ah, nicht gut. Komm, hör auf zu trinken. Jetzt kann ich wieder nicht... Ah, Mann. Ich bin gleich tot. Bin gleich tot. Scheiße. Was ist mit Falk los? Oh, da ist auch noch ein Alp. Kacke. Oh Mann, das ist aber hier doch ein bisschen zu hart. Siehst du, im Nahkampf geht das. Aber wenn hier so viele sind... Das ist eine harte Nummer. Das ist hier ein absoluter Ressourcenfresser, diese Anlage. Mann, Mann, Mann. Und ich hab zu wenig Handgranaten. Die wären Pflicht hier. So, ich muss die Waffe wegpacken. Sprengraketen, ja, die nützen mir auch nichts. Habe ich nicht die richtige Waffe für. Und ich glaube, die Waffe können wir auch noch gar nicht benutzen. Die dafür erforderlich wäre. Mann, die haben hier eine fette Anlage. Hallo? Oh, guten Tag. Au! Ja, ich bin natürlich genauso schnell tot. Verdammte Axt!
Oh nein, alles daneben gehauen. Oh, der hat mich noch getroffen. Sehr gut. Nein! Ja. Ja, wir nehmen jetzt alles mit hier, was wir kriegen können. Was wir haben, haben wir. Ich bin mir nicht sicher, ob die respawnen später. Wenn man dann hier nochmal hin zurückkehrt, weil die Kampfroboter, die kriegen wir nicht platt. Da ist einer. Wo ist denn eigentlich Falk? Aufpassen, dass ich hier nicht wieder in irgendwelche Minen latsche. Öllampe. Starker Elix-Trank. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand entdeckt hat. Verschlossener Tresor. Schlechter Zeitpunkt. Ach so, nicht während wir angegriffen werden, okay. Schleichen einfach mal ein bisschen rum. Oh, guck mal. Ach, wie schön. Also nicht schön, aber... die sind halt, so gestorben, so eingeschlafen. Die, so, ja. Sehr romantisch. Wir suchen ja was, ne? Also... Schleichmodus. Wir suchen ja was für Falk, aber das ist halt hier drunter. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir das einfach hier rausholen können. Also, wir müssen hier die Treppe runter. Da ist ein Klebeband. Aber dann hätten wir die Aufgabe zumindest erledigt. So, Schleichmodus. Ach, komm. Hier scheint niemand zu sein. Theoretisch, da ist sie. Die hochleistungsfähige CPU. Abgeschlossen. Jetzt müssen wir damit nur noch entkommen. Aber ich will mich natürlich hier noch ein bisschen weiter umschauen. Was liegt da noch? Könnte ich jetzt hier schlafen? Schlechter Zeitpunkt. Okay. Ja, wir müssen erst hier weg. Ich weiß nicht, was mit Falk ist. Keine Ahnung. Er ist wahrscheinlich irgendwo gestorben. Jetzt muss ich erstmal wieder in seine Nähe kommen. Damit er aufwacht oder so. Aber den lassen wir im Zweifel jetzt einfach hier. Ist das eine Drohne da? Nee, warte mal. Da steht irgendeiner. Der uns glücklicherweise nicht gesehen hat. Da steht einer, ein Alp, glaube ich. Mit seiner Waffe. Nicht gut, keine gute Idee. Okay, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir verpissen uns jetzt hier. Ich überlege, ob ich vorher nochmal speichere. Ein bisschen Bammel, dass wir jetzt bei unserer Flucht sterben. Wobei... Werden wir jetzt nicht mehr angegriffen? Kann ich jetzt hier pennen? Schlechter Zeitpunkt. Doch, wir werden noch angegriffen. Komm, ich speichere sicherheitshalber. Ist mir nicht, dass wir jetzt bei der Flucht sterben. Und dann war alles umsonst. So. Jetzt machen wir einfach die Biege. Da ist keiner. Wir machen jetzt einfach die Biege und hoffen, dass Falk irgendwie hinterherkommt. Ich sollte was essen. Huch. Arschloch! Oh. Oh, weg! Weg! Sowas von!
Au, au, wir sollten die Biege machen. Ach du Scheiße, jetzt wird's hier wieder, jetzt wird's heikel. Jetzt wird's heikel hier. Oh, da sind auch, ah, guck mal, guck mal, guck mal. Die Alps kämpfen gegen den, was ist das, ein Skeks oder was? Keine Ahnung, nee, das ist ein Raptor, glaube ich. Aber wir sind hier trotzdem. Interessante Kulisse. Wir werden angegriffen, irgendwoher. Okay, die haben den erledigt. Und wir müssen uns hier verpieseln. Wir laufen den einfach mal hinterher. Können wir hier den Raptor noch looten, nehmen? Ein Rudelführer war es genau. Denn die machen das ja offenbar nicht. Schneit das? Ja, wir haben auf jeden Fall den ersten Teil der Quest jetzt hier erledigt. Was heißt den ersten Teil? Einen Teil hatten wir schon mal schon gefunden. Ich glaube, zwei Teile sind es noch, die er haben möchte. Und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oh, das ist auch schon wieder... Ich glaube, das ist wieder Nachtschatten. Mit dem möchte ich es nicht zu tun kriegen. Wir sind denkbar schlecht ausgerüstet jetzt. Ich denke, ich muss den Outlaws einen Besuch abstatten. Mal sehen. Vielleicht, ich gucke mal auf die Karte. Wie sieht das denn da aus? Was haben wir denn bei den Outlaws? Da haben wir doch bestimmt auch irgendwas. Die Outlaws sind hier. Ne, warte mal. Hier ist ein Teil. Boah, ich muss hier auf der Karte erstmal wieder zurechtfinden. Hier ist Goliath. Hm. Da könnten wir hier starten, von diesem Konverter aus. Das sieht... Müssen wir eigentlich... Ich glaube, hier kraxelt was um uns rum. Pass auf, bevor wir jetzt irgendwelche Faxen machen... ja, genau. Karte ist richtig. Machen wir eine Schnellreise. Ja, zu dem Konverter hier. So, da sind wir. Und hier dürfte eigentlich, hier müsste es ruhig sein eigentlich. Theoretisch. Ja, und hier beende ich die Folge erstmal. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir da rankommen an die Teile, die Falk da noch haben. Wir könnten ihm mal eben das eine Teil schon mal geben. Wegen der Elektroteile. Ja. Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar, dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja, und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Woher kommt dein Interesse an der Technik? Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Aber das tust du nicht. Ich finde Technik ja auch spannend. Exzellent. Jax findet sie auch spannend. Das Problem ist halt nur, dass ich einfach mit der Art der Kleriker nicht zurechtkomme. Das habe ich ja schon mehrfach ausgeführt. Die sind mir einfach zu sektenartig, zu sehr Scientology. Mit ihrer Gehirnwäsche und allen drum und dran. Nee, das gefällt mir nicht. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, so für den Start erstmal wieder. Sag mal, ist der Regen schöner geworden? Irgendwie sieht das alles ein bisschen schöner aus. Kann mir nicht helfen. Ich glaube, die Weitsicht ist auch deutlich höher geworden. Mit dem Patch. Also das Spiel wurde halt auf die PS4 Pro angepasst. Qualitätsmäßig und so weiter und so fort. Sieht alles, glaube ich, ein bisschen besser aus jetzt. Na gut, so. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Bis dahin. Ciao, ciao.